gelernt, dass das Bundesinstitut für Sportwissenschaft unser Projekt im Bereich Volleyball fördert. Dort geht es um die Analyse von Stress- und Angstreaktionen von Schiedsrichtern in bestimmten Spielsituationen. Und wir sind wirklich breit aufgestellt, das heißt sowohl aus wissenschaftlicher Perspektive als auch aus der Praxis. Ziel dabei ist es zu schauen, wie weit Schiedsrichter während der Leitung von Spielen Stressreaktionen zeigen und ob diese Stressreaktionen vielleicht mit ihrer Entscheidungsqualität in Verbindung stehen. Um das herauszufinden, haben wir eine Interventionsstudie geplant, bei der wir mit jedem Schiedsrichter einzeln reflektieren, was in verschiedenen Situationen geschehen ist und wie man vielleicht der Entstehung von Stress entgegenwirken kann. Das war ein Jugendspiel und ich war so ein Tag, wo du machen kannst, was du willst. Ball geht in die Netzkante, du pfeifst viermal und alle sagen, war nicht. Du pfeifst beim nächsten Mal nicht und alle sagen, es war viermal. Und also das Spiel habe ich lange Zeit so negativ in Erinnerung gehabt, dass ich mit einem ganz unguten Gefühl in diese Halle da gefahren bin. Hat mich wirklich über Jahre verfolgt, dieses Erlebnis. Um Daten zu erheben, fahren wir Spiele der zweiten Bundesliga an, sowohl im Nord- und im Südbereich und sind auch bei den deutschen Meisterschaften im U18- und U20-Bereich vor Ort. Vor dem Spiel füllen die Schiedsrichter zwei Fragebögen aus. Einmal geht es um das situative Stressempfinden und einmal um das situative Angstempfinden. Zusätzlich werden die Schiedsrichter mit einem Pulsgurt ausgestattet, der vor dem Spiel einerseits die Ruhemessung erhebt. Das heißt, wir erheben einen entspannten Zustand und sehen uns da die Baseline-Rate der Herzfrequenz an und messen diese Herzfrequenz auch während dem Spiel, um potenziell stressige Situationen ausfindig machen zu können. Die Schiedsrichter, die sich bereit erklärt haben, bei uns teilzunehmen, besuchen wir zweimal bei ihren Spielen, die sie leiten müssen, in einem Mindestabstand von 4 Monaten ungefähr. Wir haben also ein sogenanntes Prä-Post-Design, welches notwendig ist, um Veränderungen, die in einem Coaching gemacht werden, feststellen zu können. Das heißt, in der Zwischenzeit, nach der ersten Erhebung, wird die eine Hälfte der Schiedsrichter, die sogenannte Coaching-Gruppe, mit zwei Kollegen aus Münster zusammenarbeiten. Beide sind promovierte Sportpsychologen und haben auch ihre ASP-Lizenz, arbeiten also im angewandten Bereich und sind auch auf der BISPEX-Expertenliste. Ich glaube, diese Interventionen sind sehr wichtig. Man darf den psychologischen Aspekt bei der Spielführung nicht unterschätzen. Es geht eben nicht nur darum, die Regeln zu beherrschen. Das ist quasi die notwendige Bedingung. Aber es kommt noch vieles dazu. Und hier von Expertenseite Unterstützung zu erlangen, ist sehr wichtig für die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter. Im Prinzip der Interventionsplan ist, dass wir 4 Termine haben, 2 Kleingruppen-Workshops, 2 Einzelcoachings. Die Resonanz der Schiedsrichter war auf jeden Fall sehr spannend, sehr positiv. Also die Motivation mitzumachen und das Interesse von Anfang an war eigentlich überwältigend und sie sich da also bestärkt fühlten in ihren Möglichkeiten, in den Stresssituationen tatsächlich auch eben besser handlungsfähig zu bleiben und zu sein. Aus unseren bisherigen Daten lassen sich bereits die ersten Trends erkennen. Zum einen konnten wir Anstiege der Herzrate von bis zu 50 Schlägen pro Minute während dem Spiel feststellen, was ein Indiz dafür sein kann, dass ein Schiedsrichter beispielsweise eine stressige Situation erlebt hat. Deckungsgleich mit diesen Situationen konnten wir auch anhand der Interviews feststellen, dass es oftmals Situationen waren, in denen entweder Fehlentscheidungen getroffen worden sind oder ein Fehler nicht geahndet worden ist oder man beispielsweise ein falsches Handzeichen gezeigt hat. Also wir haben ja die Untersuchung jetzt im Volleyball durchgeführt mit sehr, sehr interessanten Ergebnissen, die darauf hindeuten, dass für bestimmte Sportarten, die sehr dynamisch geprägt sind, in der immer in schneller Abfolge Entscheidungen getroffen werden müssen, dass diese Ergebnisse auch gut übertragbar sind und sicherlich da auch wieder sportartspezifisch untersucht werden müssen, aber tatsächlich eine gewisse Generalität aufweisen. Wir befinden uns derzeit in der Hinrunde der Saison 19/20 und führen die ersten Postmessungen mit den Schiedsrichtern durch. Auch nehmen wir immer wieder neue Schiedsrichter auf, um eine größere Datenmenge zu erzielen und sind auch im Soll in unserem Zeitplan. Es haben sich insgesamt über 70 Schiedsrichter bereit erklärt, am Projekt teilzunehmen und derzeit können wir auf eine Größe von 20 Schiedsrichtern zurückgreifen.